Du hast sicher schon von NFTs gehört. Wir wollen uns in diesem Video ansehen, was sind überhaupt NFTs? Was sind die Vorteile von NFTs? Was sind die Nachteile von NFTs? Und wie kannst du NFTs kaufen? Viel Spaß beim Video. Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token. Um zu verstehen, was ein Non-Fungible Token ist, schauen wir uns erst einmal an, was Fungible Tokens überhaupt sind. Fungible heißt so viel wie austauschbar. Also wenn ein Token oder eine Münze austauschbar ist, dann ist es egal, welches dieser Token du besitzt. Dir wird es ja auch vermutlich egal sein, ob du diesen Euro hier besitzt oder ob du diesen Euro hier besitzt. Beide Euro haben denselben Wert oder denselben Preis. Der Euro ist also ein Fungible Token. Ähnlich ist es bei Bitcoin. Dir ist es auch egal, welches Bitcoin du bekommst. Alle Bitcoins sind miteinander austauschbar und haben denselben Preis. Anders ist das bei Non-Fungible Tokens. Non-Fungible Tokens sind eben nicht austauschbar, bedeutet, jedes Token ist einzigartig und kommt nur ein einziges Mal vor. Wie ist das technisch möglich? Indem diese auch auf Blockchain-Basis funktionieren, ähnlich wie Bitcoin. NFTs sind also digitale Eigentumszertifikate, die erstellt werden können, verkauft und gekauft werden können. Ziemlich abstrakt. Nehmen wir ein Beispiel. Heute werden NFTs überwiegend für digitale Kunst eingesetzt. Also du kannst ein Kunstwerk auf die Blockchain bringen und dann verkaufen. Aber auch Sammlerstücke werden auf die Blockchain gebracht und als NFT verkauft. Zum Beispiel haben wir früher Basketballkarten gekauft und verkauft. Heute werden Basketballclips auf die Blockchain gebracht und auch als Tokens ge- und verkauft. Es gibt auch Musiker, die MP3s auf die Blockchain bringen und so weiterverkaufen. Weitere Anwendungsfälle sind in Computerspielen, wo ein reger Handel stattfindet mit den Gegenständen in diesen Computerspielen oder sogar mit Grund und Boden in diesen Spielen. Dies sind nur heutige Anwendungsfälle. In Zukunft werden wir sehr viel mehr Anwendungsfälle von NFTs sehen können. Das aktuellste und berühmteste Beispiel ist der Künstler Beeple. Beeple hat ein Kunstwerk erstellt mit dem Titel Every Days, The First 5000 Days. Das war eine Komposition aus 5000 Einzelkunstwerken. Er hat jeden Tag ein neues digitales Kunstwerk erschaffen, im Anschluss daraus ein Kunstwerk gemacht. Und dieses Kunstwerk wurde vor kurzem von Christie's für 69,3 Millionen US-Dollar versteigert. Beeple ist damit unter die drei wertvollsten noch lebenden Künstler aufgestiegen. Schauen wir uns einmal an, wie dieses Kunstwerk aussieht. Im Hintergrund könnt ihr einen Ausschnitt dieses 69 Millionen Dollar wertvollen Kunstwerkes sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich dieses JPEG hier im Hintergrund anzeigen kann, wieso sollte jemand 69 Millionen Dollar dafür ausgeben? Eine berechtigte Frage. Aber nehmen wir als Beispiel die Mona Lisa her. Du kannst auch ins Internet gehen, kannst ein Bild, ein JPEG der Mona Lisa dir herunterladen, kannst es in Originalform ausdrucken und bei dir an die Wand hängen. Bist du deshalb Eigentümer der Mona Lisa geworden? Natürlich nicht. Ähnlich ist es mit NFTs. Das heißt, es gibt einen eindeutigen Eigentümer dieses digitalen Kunstwerkes heute, obwohl dieses JPEG natürlich millionenfach kopiert werden kann. Und wir haben eine regelrechte Preisexplosion bei NFTs in den letzten Monaten sehen können. Auf der linken Seite sehen wir, wie sich die Preise von NFTs auf einer bekannten NFT-Börse entwickelt haben. Hier sehen wir also den Durchschnittspreis der Kunstwerke, der NFTs, die auf dieser Börse verkauft wurden. Und wir sehen, dass es hier erhebliche Preissteigerungen gegeben hat. Auf der rechten Seite sehen wir auch das Volumen der primären und Sekundärmärkte, weil NFTs können ja auch weiterverkauft werden. Der primäre Markt ist der Erstverkauf des Kunstwerks vom Künstler selber. Der Sekundärmarkt ist, wenn diese Kunstwerke im Anschluss weiterverkauft werden. In Blau sehen wir die Primärverkäufe, die andere Farbe zeigt die Sekundärverkäufe. Und auch hier sehen wir, dass die Volumina erheblich gestiegen sind in den letzten Monaten. Es gibt unzählige Börsen, wo du selber jetzt NFTs kaufen oder verkaufen kannst. Die bekanntesten sind OpenSea.io, Rarible.com, SuperRare.co oder, was mir besonders gut gefallen hat,
CryptoWiener.com, eine wienerische NFT-Börse. Was sind nun Vorteile von NFTs? Erstens, dadurch, dass sie auf Blockchain-Basis funktionieren und über kryptografische Verfahren geschützt sind, sind sie fälschungssicher. Jedes NFT kann nur einmal vorkommen. Der zweite Vorteil ist, du kannst sehr leicht mit NFTs Künstler direkt unterstützen, weil du dieses Kunstwerk in erster Linie vom Künstler selber kaufst. Der dritte Vorteil ist, du kannst dieses NFT auch wieder leicht verkaufen, weil es weltweit sehr schnell übers Internet transferierbar ist. Mach das mal mit einem echten Bild. Aber es gibt natürlich auch Nachteile von NFTs. Ein großer Nachteil ist der hohe CO2-Ausstoß, da NFTs oft mit Ethereum bezahlt werden oder mit Bitcoin und diese Netzwerke sehr hohen CO2-Ausstoß haben, gibt es hier natürlich Nachhaltigkeitsbedenken. Der zweite Punkt sind natürlich die hohen Preisschwankungen. Es ist nicht vorhersagbar, in welche Richtung sich die Preise von NFTs bewegen werden. Die Frage ist, ist es momentan möglicherweise ein großer Hype und diese Blase wird irgendwann einmal platzen? Oder werden sich NFTs auf lange Sicht etablieren und du kannst diese Kunstwerke auch als Anlageform oder sogar als Spekulationsobjekt verwenden? Ich möchte mit einem Zitat von einem Co-Founder einer sehr großen NFT-Börse, nämlich Wax, schließen, das wie folgt lautet: An NFT is an amazing form of collateral, better than a Rolex watch. No one can know for certain whether that watch is authentic. And when you can determine the value of collateral instantly at no cost, it is just imaginable what that means. Das heißt, laut ihm ist ein NFT sicherer und besser als eine Rolex-Uhr zu kaufen, weil die Echtheit sofort überprüft werden kann. Was denkst du? Sind NFT ein Projekt der Zukunft oder sind NFTs nur ein Hype? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Dies war eine kurze Einführung in NFTs. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch ein Like. Bis zum nächsten Video.